Moin ihr Pappnasen, willkommen zu einem neuen TikTok Best of. Mama, Mama, kann ich raus mit Tim spielen gehen? Hast du denn schon deine Vokabeln gelernt? Die Vokabeln? Ja, also die habe ich heute den ganzen Tag schon gelernt. Die kann ich alle auswendig. Dann geh schon mal ins Wohnzimmer, dann frage ich dich gleich an. Also, was heißt denn Tour? Ey, das ist direkt eine von den schwersten, das zählt nicht. Mach erstmal eine von den einfachen. Was heißt denn Auto auf Englisch? Fuck, was war das noch? Ey, eben konnte ich die noch, das ist jetzt der Vorführeffekt, Mann. Letzte Chance, Freundchen. Was heißt Water? Water? Blumentopf? Vielleicht sollte ich doch nochmal die Vokabeln lernen. Moin, sind Meister! Heute fällt die Entscheidung, ob das Finale wiederholt werden muss oder nicht. Niemals wird das wiederholt, das trauen die sich gar nicht. Dann sind wir doch keine Weltmeister mehr. Das wäre ja fast ein Skandal. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zur Fortnite-WM, meine lieben Zuschauer. Wir haben immer noch... Moment. Ich bekomme gerade die Durchsage. Das Finale wird wiederholt. Was? Das kann doch nicht sein. Das nennt man Gerechtigkeit. Ach, halt dein Maul. Ich werde euch fertig machen. Ey, der denkt, der hätte eine Chance gegen uns. Damit ist das Fortnite-Finale 2.0 eröffnet. Auf geht's. Und mein Name ist Hans. Der heißt Hans. Weißt du, was sich darauf reimt? Schwach. Guck dir mal an, wie der aussieht. Entschuldigung. Ja? Könnt ihr mal eure Fresse halten, ihr kleinen Ey, das war ein Foul, das gibt Elfmeter. Nein, das war kein Foul. Ist das mein Ball oder dein Ball? Ich kann auch gehen. Oh, ja, dann mach halt. Aha, dachte ich mir schon. Ja, gewonnen. Nein, das stimmt gar nicht. Wir spielen bis 10. Hä, wir haben alle gesagt, wir spielen bis 5. Dann geh ich jetzt nach Hause, dann könnt ihr gucken, wie ihr Fußball spielt. Ja, dann geh doch. Weißt du, was du bist? Ein richtiger... Moin, Meister. Heute ist endlich die Siegerehrung. Ja, Mann, endlich. Ja, liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen zur Siegerehrung der Fortnite-WM. Ich bin so gespannt auf den Pokal. Stopp! Was willst du erwähnen? Diese beiden Jungs haben in der zweiten Runde gegen mich geteamt. Was? Was ist das für ein Vorwurf? Der lügt! Das stimmt überhaupt nicht, das war rein zufällig. Sie dürfen den Titel nicht gewinnen. Das Finale muss wiederholt werden. Hä? Das kann doch nicht sein. Was nun? Bekommen sie ihren Pokal oder wird das Finale wiederholt? Ey, wann kommt eigentlich deine Mutter? Ich weiß nicht, die wollte eigentlich jetzt kommen. So, wo sind die Jungs denn? Da kommen die. Ey, wir müssen die irgendwie überreden, dass wir noch länger spielen können. Ja, okay, lass machen. Nein, zwei. Einen von euch beiden muss ich jetzt aber mitnehmen. Mann, ich will aber noch nicht gehen. Wir haben jetzt schon spät genug, wir fahren jetzt. Ich meine, ihr könntet ja theoretisch auch noch einen Kaffee trinken. Genau, und dabei könnt ihr euch noch was unterhalten. Eigentlich wirklich keine schlechte Idee. Jetzt lass die Jungs noch ein bisschen spielen. Na komm, trinken wir noch einen Kaffee. Yes, yes. Es wird Zeit, schlafen zu gehen. Yo, Bro, denk dran, wir frühstücken morgen mit der Klasse. Du musst unbedingt an alle Sachen denken. Oh, fuck. Mama, was ist los? Also, wie soll sie sagen? Also, wir frühstücken morgen mit der Klasse und ich bräuchte da noch so ein paar Dinge. Was sollst du alles mitnehmen? Ach, nicht so viel. Ich soll nur 63 Brötchen, 2 Kuchen und 3 Gläser Nutella mitnehmen. Wie lange weißt du das schon? Noch nicht so lange. Wie lange? Im Monat. Du kleiner... Mama, Mama, darf der Tim heute hier übernachten? Nee, tut mir leid, mein Schatz, heute nicht. Und was hat sie gesagt? Also gerade hatte sie Nein gesagt. Oh. Aber wenn du sie fragst, dann sagt sie bestimmt ja. Ich weiß nicht. Doch, glaub mir. Na gut. Entschuldigung. Was möchtest du denn? Darf ich vielleicht hier übernachten? Also wenn du schon so nett fragst, dann will ich mal nicht so sein. Du kannst gerne hier übernachten. Danke. Ja, Mann. Und es leben nur noch Lukas und sein Cousin. Wer holt sich den Titel? Die beiden treffen aufeinander. Was? Und was ist das denn? Das gab es ja noch nie. Wir haben uns gegenseitig gekillt. Wie geht das denn? Wie haben wir das denn gemacht? Das gibt es ja gar nicht. Sie haben sich einfach gegenseitig gekillt. Wer hat jetzt gewonnen? Aber wer ist nun Weltmeister? Wir müssen warten, was die Jury sagt. Liebe Zuschauer und liebe Gäste, nach langer Überlegung sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass beide Fortnite-Weltmeister sind. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, wir sind beide Weltmeister? Als ob wir jetzt beide Weltmeister sind. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, wie krass ist das denn? Lukas! Ja? Ja! Warum hört er mich denn nicht? Lukas! Ja! Meine Güte! Lukas! Mama! Digga, das kann doch nicht sein, verdammte Scheiße! Ja, Mama, was ist? Ach, Schatz, hat sich schon erledigt. Alles gut. Das ist doch nicht dein Ernst!
So, Männer, das große Finale steht an. Du wirst keine Chance haben. Wir werden sehen. Ich wünsche euch beiden viel Glück. Möge der Bessere gewinnen. Na dann los. Und damit ein herzliches Willkommen zum großen Finale der Fortnite-WM. Es war noch nie so spannend wie in diesem Jahr. Lukas gegen seinen Cousin, die beiden Top-Favoriten. Doch nun gebe ich ab an Theophilius Junior Besselmeier, unseren Top-Kommentator. Ja, wir gehen gleich rein ins Spiel. Und Lukas, sein Cousin, mit einer sehr, sehr starken Anfangsphase. Auch Lukas mit ganz, ganz vielen Kills. Ja, was für ein fantastisches Finale. Und es leben nur noch Lukas und sein Cousin. Wer holt sich den Titel? Die beiden treffen aufeinander. Was? Und was ist das denn? Das gab es ja noch nie. Und damit gehen wir rein in das Fortnite-Finale. Na dann los. Ein guter Anfang von Lukas, seinem Cousin. Boom. Ihr habt alle keine Chance gegen mich. Aber Justin spielt sehr, sehr gut. Ich habe eine Idee. Was machst du? Warte hier, ich habe eine Idee. Aber dann verlierst du doch. Was macht denn Lukas da? Komm her, du Knecht. Er boxt ihn aus dem Stadion raus. Oh mein Gott, das war der Wahnsinn. Ich hab's schon ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Polizei, stehen bleiben. Oh fuck, komm, lass uns abhauen. So, ich bin dann mal weg, ne? Ui, wo soll's denn hingehen? Ich wollte mich jetzt gleich mit Lisa treffen. Mein Sohn hat ein Date. Ich bin so stolz. Was ist das denn da in deinem Gesicht? Hast du wieder zu viel Stress oder warum die ganzen Pickel? Das ist alles wegen der Schule. Keine Panik, kein Problem, da habe ich was für dich. Und zwar nimmst du jetzt erstmal hier den Aknederm-Reinigungsschaum. So, damit wäschst du dir jetzt erstmal das Gesicht. Mama. Jetzt nimmst du die Aknederm-Salbe und die schmierst du dann auf deine Pickel. Das Ganze wirkt antibakteriell und durch die natürliche Hauttönung ist dein Pickel direkt unsichtbar. Aber wo kann ich die Produkte kaufen, wenn die mal leer sind? Die Produkte findest du in jeder Online-Apotheke oder auch auf Amazon. So, ich möchte, dass ihr mir jetzt mal auf Englisch erklärt, was ihr in den Ferien so gemacht habt. Well, I was in the USA for 3 months. Da hatte wohl jemand ein Auslandsjahr. Yeah, well, I was... Du kannst doch ganz normal reden, ja? Excuse me? Hoho, hops genommen. Digga, du da hinten, du bist mal direkt ganz leise. Du kannst nämlich wirklich kein Wort Englisch. Hä? Ich kann voll gut Englisch. What's your name? 17 years old and you? Du kleiner... Moinsen, Meister! Und bist du bereit für Runde 2? Ich bin so lange. Dich mach ich sowas von flatterig. Witznummer. Was ist das denn für ein Otto? Wer ist das denn? Egal, lass dich von so einem Idioten nicht nervös machen. Ach, den mach ich gleich fertig. Du gewinnst das. Yes! Stark, Junge, weiter so, komm schon. Ey, da hinten, snipe den. Ja, warte. Boom, Headshot. Stark, Junge. Ey, es lebt nur noch dieser komische Justin da hinten. Nein. Hinter dir. Ach, Mann, fuck. Du Lutscher. Bin ich jetzt ausgeschieden? Ach, egal. Du warst gestern Erster, heute Zweiter. Wenn du morgen in die Top 10 kommst, dann bist du im großen Finale. Ach, na dann. Also, morgen zählt. Moin, Meister. So, Männer, seid ihr bereit? Ich bin sowas von bereit. Erste Runde, da muss direkt ein Sieg her, würde ich sagen. Na dann, los geht's. Na dann, viel Glück. Ha, den hab ich. Stark, Junge. Jetzt, den auch. Pass auf, hinter dir. Mein Gott, bin ich low. Nein. Oh, war das knapp. Es lebt nur noch ein einziger. Yes, boom, epischer, ja, Mann. Yes, Junge, du bist so eine Maschine, Alter. Bin ich jetzt Weltmeister? Nein, das war erst die erste Runde. Die nächste Runde ist morgen schon. Egal, dann gewinne ich morgen einfach nochmal. Moinsen, Meister. Boah, hast du mich erschrocken. Komm schon, wir müssen zum Flughafen, sonst verpassen wir unseren Flug zur Fortnite-WM. Ach du Scheiße, unser Flug kommt in einer Viertelstunde. Los, schnell. Nein, das kann nicht sein! Weißt du was, wir haben den Flug verpasst. Jetzt kann ich nicht zur Fortnite-WM. Ich habe nur eine Idee, wie du noch rechtzeitig dahin kommst. Und zwar schlage ich dich dahin. Das ist eine gute Idee. Das tut zwar weh, aber egal. Vater im Himmel, schütze mich. Oh, es hat geklappt. Aha, da bist du ja auch endlich mal. Hä? Was machst du denn hier? Ach du, ich hab dich nur verarscht. Ich wollte dich einfach nur schlagen. Das ist doch nicht dein Ernst, du Arschloch. Ach, ist doch egal. Jetzt konzentrier dich lieber mal auf dein erstes Spiel. Haha, ich bin sowas von bereit. Schnell, bevor sie nach der Mathearbeit fragt. Stehen geblieben, Freundchen. Wie war die Mathearbeit? Ach, die Mathearbeit, die war super. Ich habe eine 5. Aber die ist allgemein schlecht ausgefallen. Fast alle haben eine 5. Uns ist egal, was die anderen haben. Das gibt 5 Wochen Hausarrest. Oh, Mann, oh. Mama, ich habe in Mathe eine 2+. Was? Und was hat dann Tobias? Der hat eine 1, aber es interessiert uns doch nicht, was andere haben. So, und jetzt sag mir mal, warum du dann nur eine 2 hast. Ach, weißt du was? Jo, kann ich mal grad durch? Rauchst du? Nein. Glaub mir, Bruder, fang gar nicht damit an, ja? Warum rauchst du dann? Bruder, Stress, ja? Familie, Schule, alles, ja? Viel zu viel. Ich müsste eigentlich nur mal durch. Ja, aber glaub mir, Bruder. Fang niemals an zu rauchen. Das macht alles kaputt. Junge, dann hör doch wieder auf, du kleiner Oh, könnte ich vielleicht mal gerade durch? Oh ja, na klar, tut mir leid, dass ich den Weg versperrt habe. In welcher Klasse bist du? Ich bin in der Oberstufe. Wow, tut mir wirklich leid, ja? Jo, könnte ich vielleicht mal gerade durch?
Wer bist du? Bro, chill, ich bin der Oberstufe. Hey, Oberstufe. Ich und meine Jungs, wir machen dich kalt, ja? Guck dich mal an, wie siehst du überhaupt aus? Jetzt verpiss dich, ja, bevor ich dir die Nase brech. Mann, wo ist denn dieses scheiß Handy hin? Mama? Ja? Weißt du, wo mein Handy ist? Das liegt auf dem Schrank. Nein, das liegt da nicht. Wenn ich jetzt rüberkomme und das liegt da, dann lernst du mich von einer anderen Seite kennen, Freundchen. Na komm doch gucken, das ist da nicht. Dann zeig mal her. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Und was ist das hier bitte? Willst du mich verarschen? Das lag da eben noch nicht. Na warte, Freundchen. Nein, bleib ruhig. Es tut mir leid, tut mir leid. Ey, wann kommt eigentlich deine Mutter? Ich weiß nicht. Eigentlich müsste die jetzt jeden Moment kommen. So, einen von euch muss ich jetzt mitnehmen. Ich glaube, sie kommen. Schnell, versteck dich. Wo sind die Jungs denn? Wo verstecken die sich denn schon wieder? Ach, Silke, weißt du was? Trinken wir in der Zeit noch einen Kaffee. Oh, das ist eine Spitzenidee. Ist sie wieder weg? Ja, Mann, es hat geklappt. Yes! Oh Mann, endlich sind wir mal zu Hause. Mensch, das hat jetzt aber auch schon wieder gedauert. Ah, ewig. Was ist eigentlich mit unserem Kleinen? Der schläft schon. Psst, ist der nicht süß, wenn er schläft? Ach, kein Problem, den trage ich gleich hoch. Mama, Mama, darf der Tim heute hier übernachten? Nee, tut mir leid, mein Schatz, heute nicht. Und was hat sie gesagt? Also gerade hatte sie Nein gesagt. Oh. Aber wenn du sie fragst, dann sagt sie bestimmt ja. Ich weiß nicht. Doch, glaub mir. Na gut. Entschuldigung. Was möchtest du denn? Darf ich vielleicht hier übernachten? Also wenn du schon so nett fragst, dann will ich mal nicht so sein. Du kannst gerne hier übernachten. Danke. Ja, Mann. Das war mein Vortrag über übergewichtige Waschbären. Danke, Lukas. Kommen wir zur Feedbackrunde. Darf ich anfangen? Darf ich anfangen? Ja. Also ich fand den Vortrag super. Du hast frei gesprochen. Du hast ganz viele Bilder benutzt. Es war einfach, das war der beste Vortrag, den ich je gesehen habe. Das muss eine Eins geben. Wollt ihr mich verarschen? Was für frei gesprochen? Der hat mehr gestottert als ein kaputtes Radio. Hallo? Ihr kleinen Huren. Mama, ich gehe jetzt mit Tim raus Fußball spielen. Okay, mein Schatz, viel Spaß. Wobei, warte mal, hast du überhaupt schon dein Zimmer aufgeräumt? Ja, mein Zimmer habe ich schon aufgeräumt. Na, da bin ich aber mal gespannt. Dann geh schon mal hoch, dann komme ich gleich nach. Wow, du hast ja wirklich aufgeräumt. Ja, habe ich doch gesagt. Willst du mich verarschen? Das ist nicht dein Ernst. Komm her, Freundchen. Moin, Meister. Ja, du, moin. Lukas, wir haben ein Problem. Einer aus unserer Mannschaft hat sich gestern den Fingernagel gebrochen. Der hat sich was? Der kann jetzt nicht weiterspielen. Könntest du seinen Platz übernehmen? Aber dann spiele ich ja gegen meinen Cousin. Haha, mach das, sonst zieh ich dich ab. Die Entscheidung liegt bei dir. Ich weiß nicht so richtig. Du hast doch eh keine Chance gegen mich. Wahrscheinlich. Haha, ich zieh dich so ab, Mann. Digga, du hast keine Chance gegen mich. Boom. Yes. Ey, da hinten ist dieser Justin. Lass zusammen gegen den fighten. Team die? So ein Opfer. Nein, jetzt bin ich ausgeschieden. Boom, Mr. Win. Ach, fuck. Genauso wie morgen im Finale. Egal, das war eh nur eine Aufwärmrunde. Morgen zählt. Polizei, stehen bleiben. Schnell, wir müssen zum Flughafen. Warum musstest du ihn auch unbedingt schlagen, Mann? Zielperson flüchtet Richtung Flughafen. Schicken Sie sofort eine Einheit dahin. Alles klar, habe verstanden. Ich glaube, wir sind sie losgeworden. Ey, Mann, ich kann nicht mehr. Moment mal. Da sind sie. Ich glaube doch nicht. Schnell, komm. Oh, fuck. Sind wir zu spät? Sie haben Glück gehabt. Sie sind gerade noch rechtzeitig. Ich brauche nur einmal ihre Tickets, bitte. Ah, perfekt. Hier sind unsere Karten. Schnell, schnell. Alles klar. Schönen Flug, ne? Dankeschön. Ist das Flugzeug schon weg? Der Flug ist schon weg. Da sind sie zu spät. Verdammt. Zielpersonen flüchten im Flugzeug Richtung Deutschland. Wiederhole. Zielpersonen flüchten im Flugzeug Richtung Deutschland.